Willkommen zurück zu Pico Nico! Wir sind hier in der alten Bahnstation, aka El Bunko. Und es gab ein Eindringling. Aber dieser Eindringling hat sich als freundlich erwiesen und wollte uns um Hilfe bitten. Und jetzt auf einmal ist hier ein Loch in unserer Basis. Was ist denn das hier? Ein Sicherungsraum? Was können wir denn hier finden? Können wir vielleicht irgendwie... okay, vielleicht ist das so ein kleines Spielchen? Ein kleines Rätsel? Falls ich wundere, warum ich einfach mal Arme habe, liegt daran, dass wir in der letzten Folge den Hexi getroffen haben, der uns unseren größten Wunsch in Erfüllung gebracht hat. Durch den goldenen Zahn, den wir eine Folge zuvor gefunden haben. Solltet ihr euch also alles ansehen. Okay, sowas ist ja eigentlich ganz einfach. Also wenn man das hier nicht checkt, ne, dann tut mir leid, dann kann ich auch nicht helfen. Eigentlich ist das einfach. Und ich überlege gerade, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht von hier aus? Ah, warte, ich glaube von so, ne? Wenn ich... Was? Ach so, das ist auch... Also ist das hier auch ein... Das ist auch eine Wand. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Müssen wir das doch so drehen, ne? Aber dann bringt mir das ja auch nicht weiter. Ich komme hier sowieso nicht lang. Vielleicht doch nochmal so drehen. Ach, warte. Das Blaue müssen wir erstmal drehen. Das Blaue kommt als letztes, merke ich gerade. Drehen wir erstmal das Blaue, damit wir da hoch können. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist nicht so einfach, weil man erstmal überlegen muss, wie man da hochkommt. Aber jetzt haben wir es ja. Und jetzt ist es einfach. Yeah. Perfekt. So, jetzt das Ding noch drehen. Bis es passt. Genau. Dann das Ding noch drehen, bis es passt. Exacto mundo. Und nun kann der Strom fließen. Yeah. Episch. Okay, noch mehr von diesem Blödsinn. Ja, das muss ja natürlich so sein, aber so bringt uns das ja nichts, weil dann... Obwohl, doch, das ist richtig. Oder? Lass mich mal hier hoch. Ich muss ja erstmal zum Blauen kommen. Zum Blauen zu kommen, muss ich das hier machen. Aber der Blau ist doch schon richtig. Warte, ist das doch schon alles richtig? Moment, was? Ich muss da nur so machen, das war's schon. Wollten wir uns einen nur austricksen? Oder habe ich gerade richtig... Nein, ich habe alles richtig. Okay, die wollen dann nur austricksen. Ha, nicht geschafft. Hä? Und was jetzt? Die Stromversorgung ist wiederhergestellt, jetzt sollten wir mit der U-Bahn fahren können. Wow, cool. Vielleicht können wir dadurch weiter mit der U-Bahn? Bestimmt. Begib dich zum See. Wo ist denn der See? Mit der U-Bahn wahrscheinlich. Ach, deshalb ist auch der Baum in dem Weg, weil wir jetzt mit der U-Bahn fahren sollen. Warte, ist hier wirklich nichts mehr? Ist hier wirklich nichts mehr? Nein, sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Nein, 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 ist alles gut. Und wie gesagt, alle Secrets werde ich noch in der letzten Folge zeigen. Ich glaube, ich werde einfach hier bleiben. Ich hab's nicht so mit Action. Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, dass hier irgendwo Knabberzeug sein soll. Lecker. Ja, viel Spaß hier, ne? Oh, das finde ich voll cool. Mit unseren Monsterarmen. Okay, dann fahren wir jetzt mit der Bahn. Ich hoffe, es ist keine deutsche Bahn. Eine Pico-Nico-Bahn. Wir können jetzt an den See. Hoffentlich hat Sunshine Link dort keine allzu großen Schäden angerichtet. Hoffen wir mal. Ich kann es kaum erwarten, in den See zu springen und ein bisschen zu schwimmen. In den vergangenen Tagen war es ganz schön heiß. Ja. Jetzt, wo die U-Bahn wieder funktioniert, solltest du auch schnell zum Berg zurückkommen können, falls nötig. Oh yeah. Ah, das ist cool. Das finde ich cool. Zum Tal? Zum Wald oder zum See? Ich will erstmal zum Tal. Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Was bei Free Money Now? Da ist ja immer noch Werbung von Sunshine Inc. Aber wo kommen wir denn jetzt raus? Naja, wir haben schön und brav unser Ticket, ne? Nicht schwarz fahren hier, Leute. So. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind jetzt. Oh, wir sind beim Brunnen. Ja. Warte, dann können wir ja eben mal kurz unseren zweiten Apfel abgeben, den wir seit Folge, was ich habe, schon ewig. Zack. Natürlich fehlt es uns aber immer noch ein Apfel. Ich weiß nicht, wo der ist, aber den werden wir bestimmt noch finden. Genauso wie den Stein, den wir noch finden sollen.
wie ihr sicherlich noch wisst. Ja, und mehr gibt's ja nicht. Okay. Na, hier gibt's sonst nichts, oder? Wenn ich nach rechts fahre. Roll. Sorry. Ne, hier ist nichts. da waren wir schon zum See. Save up to 50%. Geil. Oh, diese Bahn ist schnell. Es ist wirklich schade, dass niemand sie benutzen konnte. Hoffentlich wird sich das ändern, jetzt wo du sie in Ordnung gebracht hast. Der See liegt direkt vor uns. Ich kann es kaum erwarten, reinzuspringen. Oh yeah, das wird bestimmt sehr cool. Wie ihr wisst, bin ich ja immer so ein Secret Hunter. Ich suche nach ein paar Geheimnissen. Aber ich glaube, hier gibt's nichts. Gehen wir mal hier rein. Geht das nicht? Aber wir brauchen einen Schlüssel. Oh. Hier ist kein Schlüssel. Schade. Die folgen mir sogar. Das ist ja cool. Shine. Wo ist der See? Wo ist das ganze Wasser hin? Stimmt, hier ist einfach nur überall Sand. Ich wette, Sunshine Ink hat was damit zu tun. Lass uns diesen Wurm finden. Untersuche den See. Da ist ja kein See mehr. Ist ja jetzt nur noch Sand. Ah, hier kommt Wasser raus. Wahrscheinlich können wir so das Wasser wieder herstellen. Müssen wir nur in den Untergrund kommen. Keine große Überraschung. Ja. Deswegen ist das hier also so ausgetrocknet. Die Roboter haben einen Damm gebaut, damit sie das ganze Wasser absaugen können. Wofür brauchen wir dieses Wasser? Es ist schlimmer, als sie erwartet hatten. Hallo. Oh, da bist du ja. Hast du es gesehen? Ja, wir haben es herausgefunden. Was können wir tun, um euch zu helfen? Ich weiß nicht. Erstmal solltet ihr Mutter kennenlernen. Mutter? Wer ist Mutter? Meine Mutter. Leuchtet ein. Wo wohnt ihr? Wir wohnen im alten Bergwerk tief unter dem See. Ihr könnt mit dem Aufzug in der Hütte runterfahren. Allerdings braucht ihr den Schlüssel. Zum Glück habe ich ihn mitgebracht. Moment. Tja, ich habe den Schlüssel verloren. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Wahrscheinlich habe ich ihn verloren, als ich mich hier nach oben gegraben habe. Er sollte nicht allzu weit weg sein. Nun ja, Zeit zu graben. Finde den Hüttenschlüssel. Was? Pick Duck. Nein, wir spielen jetzt nicht Dick Duck, oder? Oh lol, ist das cool. Das ist ja cool. Das finde ich echt nice. Oh Gott, was ist das denn hier? Ich habe persönlich noch nie Dick Duck gespielt, aber ich kenne es natürlich. Legende, das Spiel. Muss ich auch irgendwann mal zocken. Ich habe es bisher nur aus Videos gesehen, aber ist echt cool. Okay, wir suchen gerade nach dem Schlüssel. Aber das ist echt mega cool, dieses Easter Egg. Das gefällt mir echt. Na komm, na komm. Ja, Sami, der Hüttenschlüssel. Gutes Versteck. Was, darf ich nicht wieder nach oben graben? Was war das? Ich fühle mich alt. Wo ist der ringelige Junge? Er muss sich ins Bergwerk begeben haben und das sollten wir jetzt auch tun, jetzt wo wir den Schlüssel haben. Auf geht's. Okay, okay. Ich trage einfach alle. Geschenk, ein Geschenk. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, hau ab. Die Musik ist cool, ich liebe die Musik. Oh, Pick Duck, ein Trophäe. Geil, kann man das nochmal spielen? Das wäre lustig. Gäbe es da so einen kleinen Mini-Mode. So, rein da. Okay, ich steck da halb drin. Cool. Wollen wir das aktivieren? Ja, wollen wir. Neues Gebiet. Ah, ihr habt den Schlüssel gefunden. Tut mir leid, dass das nötig war. Folgt mir, meine ganze Familie ist da unten. Wir sind keine Würmer. Ich schätze, wir werden den normalen Weg nehmen müssen. Geh voraus, wir folgen dir. Ja, aber ich gehe erstmal hier lang. Denn hier ist was. Episch. Weitermachen. Zack. Ach, dann kommen wir wieder hoch. Nein, ich wollte nicht hoch. Nein. Ich wollte es nur ausprobieren. Nervig. Aber gibt es vielleicht hier in der Ecke irgendein Secret? Nö. Dann lass wieder zurück. Zurück, habe ich gesagt.
Der geht automatisch übrigens dahin. Ich konnte nichts machen. Jetzt hätte ich mich ja natürlich befreit. Ich will nämlich nicht wieder nach oben. Wir sollen ja jetzt weitermachen. Ding, 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 ding. Kommen wir da hoch? Vielleicht kann ich auf dir da hochspringen? Oh mein, was? Oh oh. Ich schätze, jetzt werden wir einen anderen Weg nach draußen finden müssen. Uff. Bleib doch da, Leute. Ich will wissen, was da oben ist. Ah, da kommt man von oben runter. Okay, ja dann. Gehen wir mal nach oben. Warum ist denn Schädel? Was macht er hier? Komm, schicken wir mal zu den Freunden. Haben wir ein bisschen was zum Kuscheln. Ach, hier sind wir sogar lang. Zack. Das macht das Ding nach oben. Und jetzt können wir hier wieder... Okay, ich dachte, das wäre ein Secret. Nö, leider nicht. Dann kommt mal her, Freunde. Oh, ist hier wieder zu. Moment. Oh. TNT. Achtung! Nice, TNT ist explodiert. Können wir durch. Und dann können wir hier noch lang. Nein, da geht's nicht lang. Was gibt's hier unten? Ist hier irgendwas? Ah, hier können wir uns das Ganze anschauen. Aber ich glaube, jetzt gucken wir uns lieber hier oben an. Warte, womit hänge ich daran? Mit meinem Fuß immer noch? Ja, leider mit meinem Fuß. Ich habe mir zwar Arme gewünscht, aber die Arme sind irgendwie nur Deko. Na, immerhin habe ich welche, ne? Ich kann die nicht aktivieren. Okay. Droppen wir mal runter. Was macht das? Das ist ein Knopf, aber der hält nicht lange. Okay. Hier oben ist ein Ölfass. Oder einfach nur ein Fass. Vielleicht ist da auch Öl drin, das wissen wir nicht. Ist ja eigentlich auch egal, was da drin ist. Das muss einfach nur hier in die Ecke rein, zack. Dann kommen wir hier lang. Zack, das macht das Ding auf und das andere auch, aber um das andere aufzubekommen, müssen wir, nein, ja, genau, müssen wir dich dorthin bringen und dann können wir, wenn wir schnell genug sind dort lang, heißt, ich muss dich jetzt erstmal nochmal zurückschieben, nicht so weit zurückschieben und dann, während du dorthin rollst, muss ich da ganz schnell lang, ja doch, oh, ganz Glück gehabt, Alter. Das ist schon krass. So, und jetzt wieder runter, ne? Was macht das denn jetzt? Ach, das verschiebt das, oder wie? Was? War das falsch? Ach so. Aua. So, und dann kommen wir hier hoch, ne? Aua. Ja, aber ich will nochmal zurück. Ich will... Hey! Ich will das nochmal zurückbringen. Nein! Ich will das nochmal zurückbringen, Mann! Nicht treffen lassen davon. Schubsen. Denn jetzt kommen wir nämlich an die Münzen dran, ne? Yes, so genau. So geht das, Leute. So kann man ja an Münzen dran, wenn ich es schaffen würde. Was ich aber leider gerade nicht wirklich tue. Was gibt's hier? Ist nichts. Kann man sich das alles anschauen. Boah, cool, ey. Ja, jetzt ganz ehrlich, ich will jetzt wirklich die Münzen haben, ne? Ach komm. Der muss richtig stehen. Jetzt, oder? Ach komm. Das ist gar nicht mal so einfach, muss man dazu aber auch nochmal sagen. Yes, jetzt hab ich's. Oh, 96 Münzen haben wir schon. Ja, schon eine ordentliche Anzahl, möchte ich mal da sagen. Ja. Kann man schon drauf stolz sein. Okay, jetzt können wir weitermachen. Hier ist ein toter Roboter. Es sind mehrere tote Roboter. Oder sind die nur aus Stein? Was ist hier passiert? Arme Häuser. What happened? No! Und nein. Das sieht gar nicht gut aus. Du. Musik wäre nämlich ein bisschen an Animal Crossing. So ein bisschen. Hey, hast du dich verirrt? Nein. Oh, gut. Hier kommt niemand mehr. Die Bewohner dieser Stadt waren eigentlich sehr nett. Vor einiger Zeit begannen sie mit dem Bau einer U-Bahn, die alle Städte der Insel verbinden sollte. Alle waren begeistert. Aber als in der Nähe des Vulkans gegraben wurde, erwachte dieser und verschlang die gesamte Stadt. Ich glaube nicht, dass jemand den Ausbruch überlebt hat. Naja, wir haben zu tun. Ich warte am Aufzug auf dich. Okay. Aua. Mobbt mich noch ein bisschen das Spiel. Okay. Danke, Spiel. Ding, dung, dang. Oh.
Das war ich nicht, das war der Schädel. Oh, jetzt kommen wir weiter. Yeah, ich dachte, das war gerade ziehen, aber nö. Ich musste mal runter drunter. Wie können wir diesen Aufzug nach unten fahren lassen? Keine Sorge, Leute, ich unterstütze euch. Hättest du auch von Anfang an da oben machen können. Dieser Wurm ist so seltsam und ringelig. Ich hatte noch nie einen ringeligen Freund. Moment mal, erinnerst du dich an diese Raupe, die du gefunden hast? Oh, du meinst Penelope? Stimmt, sie war ringelig. Aber nach ihrer Verwandlung in einen Schmetterling haben wir den Kontakt verloren. Das ist Wochen her, ich hoffe, ihr geht es gut. Hm, ja, bestimmt. Schnell hier entlang. Auf geht's! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der uns beobachtet. Okay, gibt's nichts. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Vielleicht so eine Schnecke darstellen? Sieht so ein bisschen aus wie die Fühler von der Schnecke. Da ist ein Knochen. Wofür brauchen wir einen Knochen? Oh, wir brauchen hier erstmal den Auslöser. Ah, da können wir rein. Moment. Wow, da will ich rein. Da will ich sogar rein. In den Münzen. Yeah. Oh, 100 Münzen, 100 Münzen. Yeah, 100 Münzen, Leute. Nein, 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 ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich will den Auslöser noch haben. Gebt mir noch schnell den Auslöser. Komme ich hier eigentlich wieder nach oben oder geht das nicht? Doch, ich glaube schon. Ein Zünder. Ein Zünder. Yeah. Hier sieht aus wie so ein Käfer. Ne, so ein Steinchen einfach. Okay. Yeah. Ist das nicht cool? Ja, ja, das ist nicht cool. Stimmt. Oh, sad. Was gibt's hier noch so? Kann man nur gucken, was noch kommt oder was? Ist ja langweilig. Zack. Und auslösen. Kabim! Yeah! Weiter geht's. Warte, Jungs, Mädels, whatever. Da oben ist noch was. Ich stehe doch nicht auf meinem Kopf herum, du Idiot. Ich muss hier lang. Gibt es was Cooles? Ach, hier soll hier sogar lang. Oh, wow. Okay, was macht das hier? Das macht das Ding. Okay, das ist am Ende, ganz am Ende. Okay. Was ist das hier? Ja, das ist doch gut, oder nicht? Oder Moment, weil ich jetzt wieder. Dings mache? Ne, das obere wird natürlich nicht beeinflusst, ja, dann machen wir erstmal hier oben weiter. Das ist vor allem auch eine Münze, die ich sehr gerne hätte, die hole ich mir auch erstmal, bevor ich weitermache. Weil vielleicht kriege ich sie sonst gar nicht mehr. Nein, 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 das kannst du mir nicht sagen. Okay, gut. Kann auch nicht sagen. Yeah. Kann man nachsehen, wie viele Münzen man hat? Aufgaben vielleicht? Nö. Ach, jetzt sind wir hier im Unterirdischen aus. Stimmt. Und danach kommt der Vulkan. Ist dann das Spiel schon vorbei? Na, die Sigurds kommen auf jeden Fall trotzdem noch. Okay, also es ist bisher überhaupt nicht schwer. Auch wenn ich gerade ein bisschen runtergefallen bin. Es ist bisher überhaupt nicht schwer. Zack. Wow, nicht so viele auf einmal. Was soll ich mit denen allen? Komm, runter mit euch. Runter mit euch! Ich hab gesagt runter! Wofür bezahle ich euch überhaupt? Oh, Moment mal. Moment mal. Zack. Jetzt können sie rüber. Weg mit euch. Na komm. Alle rüber! Jeder Einzelne von euch! Jeder Einzelne! Hopp, hopp, hopp! Ach, dann nicht, dann lass den einen noch da, ist mir doch egal. So. Jetzt gehen wir rüber! Let's go! Was ist denn hier unten? Komm ich irgendwie nicht lang. 105 Münzen, wow! Ui, hier ist eine Pflanze! Hier wollen wir doch schon mal schön gießen. Zack, ich will meine Arme aber wieder. Ich werde die für immer haben wollen. Das ist mein Lieblingskosmetik im Spiel bisher. Gut, wir haben erst die Hälfte, aber der Rest wird bestimmt nicht so cool sein wie die Arme. Aber ich werde die natürlich trotzdem mal ausprobieren. Für euch. Moment, was ist das denn unten? Was ist denn das? Du bist auf dem richtigen Weg. Danke. Ach ja, der Schädel. Ich habe keine Ahnung, wen ich mir gehörte. Aber keine Sorge, wenn du den Gängen folgst, wirst du nicht so enden wie sein früherer Besitzer. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Oh Gott. Ja, danke, Spiel. Was ist das hier? Bricht nicht zusammen. Noch nicht.
Hoffentlich enden wir nicht so. Sonst müssen wir das ganze Display neu starten. Lol. Ding, 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 ding. Nehmen wir den mal mit. Warte, 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 ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch. Ja, lang. Was gibt's denn hier? Ja, ist nur für das Ding, ne? Ja, gut, ne? Ich will hier lang. Das hier activaten. Wenn es funktionieren würde. Zack, jetzt da. Nein, du sollst schon activated bleiben. Dummes Etwas. Was war das denn für ein Geräusch? Das hat sich gerade wie so ein Gameboy-Geräusch angehört. So ein. Wie so ein Auto. Das, genau das, das hört sich an wie so ein Gameboy-Auto. Oder bin ich gerade einfach dumm? Und was soll ich denn machen? Ah! Also muss aber auch schon da runter, ne? So, zack. Gute Sache, gute Sache. Warte, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Kommen wir denn überhaupt denn noch raus? Nein, 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 nein. Mm-mm. Ich glaube, hier komme ich gar nicht mehr raus. Ich glaube, ich bin gefangen für immer und ewig. Warum haben mich die Dinger eigentlich nicht weggeworfen? Ach, Moment. Nein, ich sollte wahrscheinlich eigentlich so ein Fass benutzen. Warte, kommt noch eins? Oh Gott, ich sollte eins benutzen, um darauf zu tun und nicht runter zu werfen. Bitte sag mir, es kommt noch ein Fass. Sonst bin ich jetzt am Arsch. Ich habe das Spiel gerade gesoftlockt. Sag mir nicht, ich habe das Spiel jetzt gesoftlockt. Das könnt ihr, nein, das könnt ihr mich antun. Ey, bitte nicht. No. Scheiße. Ich bring das was? Nö. Ey, nein. Vielleicht übersehe ich auch einfach nur was. Ja, nee, ich habe verkackt. Ich habe schon verkackt. Kann ich mal von vorne anfangen? Zurück zum Menü oder so. Ich habe verkackt. Ja, zum Hauptmenü nochmal. Oder wo spawne ich dann wieder? Weiter. Folge dem Wurm. Wo bin ich? Was? Wo bin ich? Oh nein. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache dann wieder alles bis dorthin. Mach diesmal nicht den Fehler. Da war anscheinend ein Softlock. Und falls nicht, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie man es sonst hätte machen sollen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Biku Niku.